So, heute stelle ich euch mal GTA 5 die Verpackung vor. Jetzt kommt erstmal das Intro. Viel Spaß. So, meine Freunde, da wir jetzt die 300 Abonnenten hier geschlagen haben, nach langer Zeit und fast eine Viertelmillion Aufrufe, habe ich mir mal so gedacht, machst du mal so ein 300 Abonnenten Special oder Spezial. Auf jeden Fall habe ich mir was einfallen lassen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir erstmal heute aktiv hier GTA fucking 5 gekauft. Die Verpackung zeige ich euch gleich. Ich bin auch gerade schon fleißig am Runterladen. Hier 60 GB. Knappe 30 haben wir schon. Laden wir hier mit 15 MB. In einer Sekunde, noch 55 Minuten. Läuft auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, zum Beispiel mal mitzuspielen in der Crew oder mal irgendwie ein Teamspiel, könnt ihr zum Beispiel bei The Forest mitmachen oder halt hier bei uns bei GTA. Da heißt unsere Crew aktuell, also aktive Crew, die ist jetzt gerade 2 Tage alt, weil da hatte ich das Spiel noch nicht. Heißt Let's Germany Fight Club. Let's Play on GTA 5. Online ab geht die Bossiha. Ja, unser Motto ist auf jeden Fall hier: wir knacken jedes Fahrzeug und knallen jeden ab, der im Weg steht. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei uns in der Crew eintreten. Wir haben auch hier einen super TS am Start. Also läuft auf jeden Fall. Also eigentlich alles am Start. Dürfte nicht das Problem sein. Wenn ihr mich adden wollt, könnt ihr das machen. Beim Social Club heiße ich, einen Moment, praktisch LP. Unterstrich Razer Windstrich Eisgold. Da könnt ihr mich praktisch anschreiben und könnt aber uns gerne in der Crew beitreten. Also zeigt sind mal 2 aktive Mitglieder. Also einmal ich und dann einmal wo ist denn hier der Name? Finde ich jetzt hier im Moment nicht. Aber ein anderer Kollege ist bei uns auch schon in der Crew beigetreten. Ach, hier haben wir den. Den habe ich jetzt nicht so schnell gefunden. Und zwar könnt ihr ihm auch raten als Freund LP unterstrich The Crow. Der ist auf jeden Fall auch dabei. Und jetzt hört mal auf zu labern. Jetzt will ich euch mal euch aktiv hier die geile Verpackung zeigen. Also ich muss sagen, für den hohen Preis, sag ich mal, 55 € ist okay, ist ein hoher Preis, sag ich mal. Aber ich muss sagen, die Verpackung sieht eigentlich mal voll geil aus. Also die ist auch schön dick. Also ich zeige euch gleich mal die CDs. Also sieht wunderbar aus, die Verpackung. Also ist eine schöne Aufmachung. Sieht eigentlich wunderbar aus. Jetzt zeige euch mal die Karte. Legen wir mal alles wieder zur Seite. Auf jeden Fall ist hier auch eine schöne Karte dabei, was ich eigentlich auch sehr, sehr geil finde, sag ich mal. Wenn man praktisch jetzt mal in diesen Online-Modus, nicht kaputt machen hier, mal durch die Gegend fährt, dann kann man mal hier auf der Karte hier klotzen. Oh, einen Moment mal, ich muss mal jetzt hier die Karte auseinandernehmen. Einen Moment, es geht gleich weiter. Die ist ziemlich sehr groß, die Karte. So, wieder am Start, nicht wegrennen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ja die recht kleine Karte hier vor uns. Eigentlich auch eine schöne Aufmachung. Also wenn man mal jetzt mal nicht ins Spiel auf der Karte gucken möchte, könnte man mal hier die etwas andere Variante nehmen. Welche Karte war ich jetzt hier? Ja, Los Santos. Okay. Dann haben wir hier praktisch noch mal eine andere Seite. Los Santos und Blaine County.
steht hier zum Beispiel Kartenlegende, Aktivitäten, Unterhaltung und Sehenswürdigkeiten und so weiter und so weiter. Und dann kann man halt hier auf seine Karte hier so gucken, wo man sich gerade so befindet in den anderen Modus. Und dann kann man halt mal ganz geschmeidig durch die Gegend fahren. Ob jetzt Motorrad, Auto, Flugzeug oder weiß der Geier was, was in Online-Modus zur Verfügung steht, weil ich habe noch nie GTA Online gespielt. Online. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil hier die Karte. Also, mach schon mal her. Dann ist noch hier praktisch so eine Art Handbuch dabei, aber das ist halt nicht hier, also da steht nicht viel drin. Also da steht praktisch gar nichts drin, außer der Support, was kein Schwein braucht. Ja, wie gesagt, die Verpackung ist sehr schön. So, und jetzt kommen wir hier praktisch zu den Details. Also wirklich sehr, sehr dick hier. Eigentlich auch eine sehr schöne Aufmachung. Also auch schön beschriftet. Ja, und ich muss ehrlich sagen, also, man kann auch mit der CD, sag ich mal, von Rockstar, kann man echt übertreiben. Also, 7 CDs, also wenn ich die alle installieren würde, er würde ja eine Macke kriegen. Sag ich mal, bei Max Payne war es ja schon schlimm mit 4 CDs, glaube ich, oder 3 waren. Ja, hier haben wir praktisch CD 1. Das muss ich erstmal gucken. Ja, CD 2. Dann haben wir hier CD 3. CD 4, CD 5, CD 6 und CD Nummer 7. Also, dann wundert mich jetzt echt nicht, dass wirklich nur noch alle digital angeboten wird. Aber ich muss sagen, also im Prinzip geht es eigentlich nur um den Case. Also, man kauft ja wirklich nur das Spiel, wo eigentlich nur ein K drin ist und man bräuchte den ganzen Quatsch nicht. Aber ich sag mal so, für so ein geiles Spiel, sag mal, möchte ich das schon original haben, sag mal. Also ist wirklich auch eine schöne Verpackung, sag mal. Macht schon was her und ja, man gönnt sich ja sonst nicht und eh mal kann man sich das mal hier leisten. Leisten, meine ich. Warum Rockstar das nicht auf einer Blu-ray presst, ist für mich eigentlich ein Rätsel, weil 7 CDs ist für mich totaler Quatsch, weil die werden wahrscheinlich hier alle Doppel-Layer sein und man hätte ruhig auch zum Blu-ray greifen können, aber ihr wisst ja, Blu-ray ist in der Produktion teurer, als wenn man normale Doppel-Layer verwendet in der Produktion. Ja, mehr war nicht dabei. Also auch sehr schön. Ja, wenn ihr Bock habt, uns weiterzureden, auf jeden Fall mal anschreiben. Also ihr könnt mich unter YouTube anschreiben, unter LP, Razer Highschool. Also wir spielen auch praktisch alles durcheinander. Wir spielen Warframe. Zur Zeit spiele ich auch sehr aktiv im Stream. Also bin auch im Twitch aktiv, wenn ihr da mal mitgucken wollt. Einfach mal unter Twitch TV Razer Highschool. Da könnt ihr mir ein Follow da lassen und könnt ihr auf jeden Fall mal zugucken, jetzt GTA Online oder Warframe oder. Also, wir spielen alle durch Querbeet, sag ich mal. Und ja, zurzeit spiele ich erstmal auch aktiv The Forest, also weil ich hier kleine Waldspiele Holz hacken. Da spiele ich zurzeit auch sehr viel. Habe auch versucht, auch gute Livestreams zu machen, um die dann später YouTube LAN hochzuladen. Jetzt sieht man mich hier im Bildschirm, aber das ist nicht so schlimm. Mich kennt ja schon fast jeder. Ich mache das mal hier kurz runter. Einen Moment, Leute. Ja, so sieht er praktisch dann im Twitch, ich sag immer, ja doch, Twitch-Modus aus, wenn ich streame. Und zwar streame ich hier mit XSplit. Eigentlich ist ein sehr schönes Programm hier, sag ich mal. Also man kann hier auch eine Menge einstellen. Sag ich mal, also man streamt hier in 720p oder halt im 1080p. Es kommt immer drauf an, weil wahrscheinlich werde ich mir noch so eine Art. Es sieht aus fast wie so eine externe Festplatte, aber es ist keine externe Festplatte.
Und zwar zeige ich euch das mal. Na, wirst du wohl hier das hier nehmen. So. Scheint vielleicht von euch schon ein paar Leute zu kennen. Und zwar eine Avamedia Extreme Cap U3. Das ist auf jeden Fall gut für 1080p, 60 FPS Videoaufzeichnung. Damit kann man auch streamen, also einen Stream bei Twitch machen. Und dann wird der PC praktisch nicht so ausgelastet. Also, das ist auf jeden Fall sehr geil. Also, zurzeit streame ich ja nur in 720p. Und wenn ich mir halt dann so eine Teil hier kaufe, kann ich dann schön in 80.000p streamen und aufnehmen in 60 Frames. Also, das ist schon sehr, sehr geil. Und der PC wird auf jeden Fall nicht so ausgelastet. Also, das ist auf jeden Fall sehr geil. Also, kostet die 149 Euro. Das ist kein Problem. Da kann man sich mal aktiv gönnen, die Scheiße. Und ja. Wenn ihr zugucken wollt, also ich streame eigentlich fast jeden Tag, es kommt immer drauf an, ob ich jetzt GTA spiele, Warframe oder Sniper Elite, also wir spielen halt quer durch Spiel. Ich spiele auch hier auch mit meinen Kollegen hier auch sehr viel querbeet, also wir spielen praktisch alles. Also es ist wirklich sehr schön aufgebaut, zeigt mal, also man kann wunderbar zugucken, der Ton ist okay, die Qualität ist sehr geil, sag mal. Und ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Also ihr könnt mich auch bei Twitter anschreiben oder egal wo ihr aktiv seid oder bei Facebook könnt ihr mich auch anschreiben. Also hier ist ja praktisch auch alles verlinkt. Ja, auf jeden Fall immer schön anschreiben, dass wir schön mal im GTA Online da spielen können, sag ich mal. Also, da auf jeden Fall mal anschreiben. Wie gesagt, die Crew heißt Let's Germany Fight Club. Und wenn ihr mich anstreben wollt, nochmal ganz schnell, unter LP Razer Icecold. Also, dann können wir schöne Let's Play Views machen, einen schönen Stream. Ja, würde auf jeden Fall mich freuen, wenn da ein paar Kommentare kommen würde. Und ja, das war's eigentlich schon. Über Abonnenten würde mich natürlich freuen, über Kommentare. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja, wa? Haut da rein. Ciao. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja an GTA Online. Schauen wir mal. Jetzt kommt erstmal das Outro. Und erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja. Haut da rein. Yeah.